Aus meiner Sicht das Buch von Oswald Mühlmann. Mut zu neuen Erfahrungen. 1965 bis 1976. Nicht unentdeckt blieben dagegen viele andere Folgen meines unermüdlichen Tatendrangs. Vor allem, wenn es um Kampf und Gerechtigkeit ging, schlugen meine und die Fantasie meiner Spielkameraden gelegentlich Purzelbäume. Als wir im Fernsehen Robin Hood sahen, wurden Pfeil und Bogen zu einem beliebten Spielzeug, mit dem wir häufig nicht besonders sorgsam umgingen. Eine noch größere Spielfreude lösten bei uns die Western- und Cowboy-Serien aus, die damals regelmäßig über den Bildschirm liefen. Als echter Cowboy brauchte ich natürlich einen Colt, da ich kein Geld hatte, um mir ein geeignetes Spielzeug zu kaufen. Musste ich mir auf andere Weise helfen. Ich ging in den Wald, suchte dort nach einem abgebrochenen Baumast und schnitzte mir daraus eine Revolverform. Mit einem Nagel als Abzug und einer Drahtschlaufe sah meine Waffe auch ziemlich passabel aus. Einen Colt nackt in den Hosenbund zu stecken, war aber nicht Cowboy-like. Deshalb beschloss ich, mir einen Halfter zurechtzuschneidern. Ich ging auf den Speicher und fand dort ein großes Stück Leder, das für meine Zwecke ideal war. Ich schnitt es in die passende Form und faltete es dann doppelt übereinander. Bohrte entlang des Saumes mit einer glühenden Nadel kleine Löcher hinein und verband diese mit einem Faden. In die eine Seite des so zusammengebundenen Leders stanzte ich zwei größere Löcher, durch die ich eine Schlaufe zog. Mit Hilfe dieser Schlaufe konnte ich das Halfter an meinem Gurt befestigen und meinen Holzrevolver hineinstecken. Ich war mit dem Ergebnis meiner handwerklichen Fertigkeiten sehr zufrieden. Meine Freude dauerte allerdings nicht allzu lange. Bereits einige Stunden später stellte mich mein Vater zur Rede. Mein Entsetzen war groß, als ich erfuhr, dass aus dem Leder ein paar Schuhe und Stiefel angefertigt werden sollten. Mein Vater hatte vor Monaten eine Kuh geschlachtet, die Haut zum Gerber gegeben und das Fleisch an den Metzger verkauft. Das Geld war vor allem für die Anfertigung der Stiefel bestimmt. Nun war das Leder, das mein Vater einige Tage vorher aus der Gerberei abgeholt hatte, so zerschnitten, dass der Schuster damit nichts mehr anfangen konnte. So durfte ich nicht nur die Rutenhiebe auf meinem Hintern spüren, sondern musste auch einige Monate länger auf meine ersten eigenen Stiefel warten. Im Laufe der Jahre verlagerten sich meine Freizeitaktivitäten von unserem Bauernhof auf das Gemeinschaftsleben im Dorf. Als ich 12 Jahre alt war, konzentrierte sich meine Aufmerksamkeit auf zwei Bereiche. Der eine war das Skifahren, das trotz des brisanten Unfalls am Haushang meine bevorzugte Sportart geworden war. Der andere war die Musik, die mir neue Möglichkeiten sozialer Kontakte eröffnete. Mit 13 Jahren bekam ich meine ersten eigenen Skier. Damals begeisterte sich ganz Österreich an den Erfolgen seiner Skifahrer. Auch ich träumte davon, bei den Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften auf dem höchsten Treppchen zu stehen und unsere Nationalhymne zu hören. Dafür war ich gerne bereit, mich mit vollem Risiko in jede Abfahrt zu stürzen. Meine Skifahrerkarriere war steil und kurz. Bereits in der ersten Saison gelang es mir, einen Startplatz bei den Cupmeisterschaften zu erringen. Ein Jahr später gehörte ich zu den Besten unserer Region. Doch dann kam auch gleich der erste Rückschlag. Ich startete bei einem großen Rennen und wollte auf jeden Fall gewinnen. Trotz voller Konzentration verlor ich bei einer zu schnellen Fahrt die Kontrolle, prallte mit der Körperseite auf der harten Piste auf und überschlug mich einige Male. Da sich meine Skibindung rechtzeitig geöffnet hatte, blieben meine Knochen unverletzt. Doch im Inneren spürte ich einen starken Schmerz, der mich beim Atmen und Reden behinderte. Ich wurde sofort in das Kreiskrankenhaus gebracht. Dort stellten die Ärzte fest,
dass eine meiner Nieren bei dem Aufprall beschädigt worden war. Obwohl ich nach einigen Tagen die Klinik verlassen konnte, hat sich meine Niere nie wieder von dem Unfall erholt. Sie wurde mir 8 Jahre später operativ entfernt. Auf meinen Ehrgeiz, ein großer Skifahrer zu werden, hatte der Unfall keinen Einfluss. Bereits einige Wochen später nahm ich das Training wieder auf. Zusätzlich angestachelt von 2 meiner Skikameraden, mit denen ich mich auch außerhalb der Piste hervorragend verstand. Wir 3 waren im ganzen Dorf als die jungen Wilden bekannt.